Es soll geschehen. Ich bin erschöpft. Wir gehen jetzt erstmal wieder runter. Lass uns eine Weile rasten. Zum einen das Teil. In Ordnung. Und weiter. Ja, wo ist denn sie jetzt? Da ist sie. Ja, Kalesa, eure Soldaten haben ehrenhaft gekämpft. Ihr Leiden hat nun ein Ende und sie ruhen im Frieden. Ich danke euch, dass ihr mir bei meiner letzten Aufgabe in diesem Reich geholfen habt. Bevor ich euch eine Belohnung gebe, möchte ich euch bitten, mir ein letztes Mal zu helfen. Nun, da meine Soldaten Frieden gefunden haben, bleibt mir nur noch eins übrig, mich ihnen anzuschließen. Ich bitte euch, um die Ehre im Kampf sterben zu dürfen. Wir sind zu Kalesia zurückgegangen und haben mir gesagt, wir hätten ihre Soldaten ordnungsgemäß zur letzten Ruhe gebetet. Ihr habt Kalesias Soldaten begraben. Und jetzt müssen wir Kalesia begraben. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Kompositlangbogen. Ah, da sind 7 Meilenstiefel. Gut. Also ja, um es mal zu zeigen, die Bewegungsrate des Trägers wird auf 13 gesetzt. Grundwert ist 9. Kalesias Bogen. Dieser Bogen wurde von Kalesia benutzt, Waffenmeisterin in der Hand der Sätherin. Ihre Fähigkeiten in der Kunst des Bogenschießens wurden nur von ihrer Schönheit übertroffen. Aha. Ja. Wie schmalzig. Kalesia widmete sich der Aufgabe, alle Elfen unter sich im Kampf zu schulen. Wenn es Hände in der Schlacht um die Hand der Sätherin gab, so war Kalesia eine davon. Sie war ein leuchtendes Beispiel der Tapferkeit im Angesicht des drohenden Verderbens, als sie ihr Volk furchtlos gegen Horden von Orks und Goblins führte. Selbst nach dem Fall der Hand blieb sie dem Kampf wohl ihrem Volk treu ergeben. Ihr letzter Wunsch war es, in ruhmreicher Schlacht zu sterben. Der Bogen ist nicht schlecht, allerdings kann den keiner benutzen. Außer du vielleicht. Gut. Wie kann ich helfen? Weiter! Das heißt, erstmal runter und ein Lichtwerk. Dann gucken wir noch den Turm hoch erst. So, wir haben ausgeruht. Das ist der Corellon-Turm. Gewiss! Woran hast du gedacht? Ich tu's. Okay, hier schlägt im Schattenverstecken leider fehl und scheinbar wurde hier ein bisschen geplündert. Kommt zur Ruhe. Okay. Dein Befehl sofort. Euer Ende ist nah. Ich werde tun, was ich kann. Ich höre es alles. Ja, weiter. Da kommt ein bisschen hier raus. Spür meine steinerne Klinge. Ich tu's. Das war vielleicht nicht so gut. Sag, was du von mir willst. Was ist los, wenn es sein muss? Wie kann in Ordnung? Okay. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut. Im Vierjährigen. Oh. Eiszauber. Kann ich natürlich. Mach den mal tot.
Flanke. Oh, Spinnennetze. Dein Befehl. Das hat er sich selber angesponnen. Bereit zu neuen. Spür meine sterne Klinge. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Indem du dem da einen Säurefall verpasst und ihn umboxst. Danke. Weiter. So. Also ja, das hier ist, glaube ich, der Turm, in dem sie Entscheidungen getroffen haben. Also sozusagen der Verwaltungsturm. Und noch ein Kompositlangbogen. Langbogen der Hand, aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt. Ja, kann aber trotzdem von jemandem verwendet werden. Schade. Wie kann ich helfen? In Ordnung. So, das heißt weiter nach oben. Oh, hier sieht's auch wieder sofort so aus, als ob wir da eine Besprechungshalle hätten. Momentan kann nicht gespeichert werden. Wenn es sein muss. Ja, Offiziere. Eine Miniatur einer Schlacht in irgendeinem Land. Oh, hi. Dein Befehl? Ja? Okay, jetzt bräuchten wir mal eine Verteidigungskoordination, denke ich mal. Ich werde tun, was ich kann. Und mehr Geschwindigkeit. Brauchst du mich? Ein Gebet wäre auch nicht schlecht. Ja? Mögen die Götter euch gnädig sein. Bacho. Vorwärts. Mögen die Götter mich schützen. Okay. Das war das. Sag, was du von mir einverstanden. Oh, ein Wakizashi. Noch ein Teil der Maschine. Gut. Das ist ein Brandöl. Hast du die gerade? Nein. Dann kommt das mal weg. Wakizashi identifizieren. Ja, wir müssen dringend mal demnächst gucken, was wir so an nützlichen Schriftrollen haben und die auch mal benutzen. Zum Beispiel eine Todeswolke ist gar nicht mal so schlecht. Steinhaut. Fügt dem Träger bei jedem Treffer Schaden zu. Das ist ein verfluchtes Teil. Okay. Ja. Mach ich gleich weiterlesen. Okay, dann heilen wir mal ein bisschen. Vita Mortis. Wie kann ich helfen? Vita Mortis. Ist das nicht in Ordnung? Vita Mortis. Wenn ich noch einen. Vita Mortis. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Vita Mortis. Ich muss mich bald auf. Vita Mortis. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile. Vita Mortis. Vita Mortis. So, und dann noch die auf dich. Vita Mortis. Also, du hast da vielleicht noch eine gescheite Heilung. Also ja, die könnten wir mal verwenden. Dann kommt die weg.
Schwere und kritische Wunden heilen will ich mir noch aufheben. Tote beleben könnten wir auch mal nutzen. Steinhaut kannst du dir auch in den Rucksack packen. Ja, die magischen Geschosse da. Ach, das ist ein... ja, okay. Ja? Kann ich helfen? Du heilst dich noch mit dem hier selber. Vita Mortis. Ja, gewiss. Gut, dann sind wir wieder etwas fit, um den Turm hier fertig erkunden zu können. Vorwärts. Es geht noch weiter nach oben. Gewiss. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Ja, also eine einfache Steinbank, die dem Zahn der Zeit widerstanden hat. Vor ihrem Verfall war die Statue Symbol für Schönheit und Frieden. Valestis. Friede sei mit euch. Ich habe schon lange kein Abenteuer mehr gesehen. Ich heiße Valestis. Willkommen im Arboretum. Friede sei mit euch, Valestis. Man wird selten freundlich begrüßt in der Hand. Was macht ihr hier? Ich stehe hier und warte und hoffe, dass die Pflanzen eines Tages wieder nachwachsen. Früher, als Frieden in der Hand herrschte, war ich für das Arboretum zuständig. Es war ein Ort von unbeschreiblicher Schönheit. Nun ist es völlig zerstört, aber ich habe Geduld. Es wird der Tag kommen, an dem hier wieder Leben wächst. Wie ist es nur so zerstört worden? Der Friede, der hier viele Jahre mildtätig geherrscht hatte, ging letztendlich im Kriegsgetümmel unter. Als die dunkle Horde kam, standen wir auf der Verliererseite. Was ist dann passiert? Zwar schätze ich, wofür wir gekämpft haben und die Opfer, die wir brachten, doch bin ich kein Mann des Krieges. Während der letzten Tage der Niederlage blieb ich hier und bewachte das Arboretum, die letzten Winkel in der Hand der Seldarin, an dem noch eine Art Frieden herrschte. Etwa zu dieser Zeit wurde die Hand der Seldarin vom dem Zauber erfasst, der uns allen zum Verhängnis wurde. Genau wie mir meine Lebenskraft entzogen wurde, schon auch die ganze Schönheit des Arboretums. Mit Entsetzen sah ich, wie jede Pflanze und jedes Lebewesen vor meinen Augen zugrunde ging. Und hier stehe ich nun und warte auf den Tag, an dem das Leben in diesen Hallen wieder neu erwacht. Das ist eine traurige Geschichte, Valentin. Können wir euch irgendwie helfen? Schon möglich. Vielleicht findet ihr ja auf euren Reisen ein paar Samen, die an einem so unwirtlichen Ort gedeihen können. Oder vielleicht etwas reines Wasser oder sogar kleine Tiere, die ein neues Zuhause suchen. Dann könnte ich diesen Ort etwas von seiner frühen Schönheit zurückgeben. Diese Dinge existieren nicht mehr in der Hand und sind überhaupt sehr selten im Norden zu finden. Ja, wir haben in der abgetrennten Hand mit einem elfischen Geist, mit dem elfischen Geist Valentis gesprochen. Er stand in einem zerstörten Arboretum und bat uns, ihm dabei zu helfen, die frühere Schönheit des Arboretums wiederherzustellen. Er sagte uns, dass er jegliches reine Wasser, jegliche kleinen Tiere, die eine neue Heimat bräuchten, und Samen, die sogar in der zerstörten Erde des Gartens der Kammer gedeihen könnten, die wir irgendwo finden würden, gebrauchen könnte, um das Arboretum wieder zu neuem Leben zu erwecken. Ich werde sehen, was ich tun kann. Was ich finde, lebt wohl. Ja. Ja, Wiederherstellung des Arboretums, weil das hier haben wir erledigt. Geister zu Ruhebetten, Khaleesi Soldaten und Priester des Solonoturms. Das hatten wir schon alles. Ja. Das habe ich gerade auch vorgelesen, also nichts Neues. Sag, was du von mir willst. Einverstanden. Das heißt, hier oben herrscht Frieden. Gewiss. Gucken wir mal, was auf dieser Etage herrscht. Fluchbrechen. Fluchbrechen. Oh, das ist praktisch zu haben. Für den Fall, dass wir doch mal verflucht werden sollten. Euer Ende ist nah. Wie bringt eigentlich so einer? Der bringt gar nichts? Willst du mich veralbern? Okay, der hat 1500 Wie kann gebracht. Vorwärts? Oh, Langschwert. Okay, was haben wir hier? Pfeile und Langschwert und ein Sturmriesenstärketrank. Sturmriesenstärke-Trank ist gar nicht mal so schlecht.
Ja. Pfeile, okay. Langschwert, einmal identifizieren, bitte. Langschwert der Handlung, Geschicklichkeit plus 1. Aber das Langschwert hier macht Rüstungsklasse. Nee, dann kann auch das mal weg. Dein Befehl. Es soll geschehen. Ich möchte mich hier nicht einmischen. Die zwei Rüstungsklasse sind dann doch besser. Vielleicht sollten wir eine Rast einlegen.